Auch heute gilt unser Blick Schätzen aus der Staatsbibliothek Bamberg. Es geht um mehrere originale Schriftstücke des großen Musikdramatikers und ebenso großen Polemikers Richard Wagner, die zum größten Teil unpubliziert sind. Und darüber hinaus Dokumente von Wagners Frau Cosima und seinen Kindern. Stichwort Nachlass Zahneisen. Professor Taggart, der vormalige Direktor der Stabi, hat die Dokumente 2013 in der Kabinettausstellung Richard Wagner zum 200. Geburtstag der Öffentlichkeit vorgestellt. Wagner war zweimal in Bamberg. 1833 hat er mit seiner Frau Cosima die Bibliothek besucht und sich an den Schätzen Josef Hellers erfreut. Cosima berichtet in ihrem Tagebuch vom kleinen Schmerzensmann Dürer, der sie besonders gefangen genommen hat. Diese kleine Dürer-Zeichnung konnten sie bis in den Dezember hinein noch in der Heller-Ausstellung der Staatsbibliothek bewundern. Aber ich möchte nichts vorwegnehmen und auch nichts Falsches sagen, sondern Ihnen nur Lust machen auf den heutigen Referenten Dr. Frank Piontek, der uns sämtliche Richard-Wagner-Stücke und auch einige ausgewählte Nummern aus dem weiteren Wagner-Bestand der Staatsbibliothek Bamberg vorstellen wird. Herzlich willkommen, Dr. Frank Piontek. Danke. Zu seiner Person. Der Wagner-Kenner Frank Piontek lebt, wo sonst, seit 1988 in Bayreuth. Bekannt ist der Germanist und Kulturjournalist für seine Bücher, wie beispielsweise Plädoyer für einen Zauberer, Richard Wagner 2006 oder Richard Wagner, das Judentum in der Musik 2016 oder jüngst Richard Wagner, sämtliche Gedichte 2019. Piontek ist weiter Mitbegründer und Herausgeber der noch jungen Zeitschrift Bayreuther Kulturbrief. Darüber hinaus hat er viele Aufsätze und Artikel über Musiktheater, Kunst und Literatur publiziert und umfangreiche Blogs über Musils Mann ohne Eigenschaften und Jean Pauls die unsichtbare Loge für die Bayerische Staatsbibliothek verfasst. Bei der Konzeption des Jean-Paul-Wegs in Oberfranken und des Jean-Paul-Museums Bayreuth war er einer der Federführenden. Auch als gelegentlicher Theaterautor und Dramaturg hat sich Frank Piontek einen Namen gemacht. Ich erinnere nur an die Uraufführung des Theaterstücks Casanova kam zu spät im markgräflichen Opernhaus zu Bayreuth im Jahr 1997, an die Uraufführung Siebenkäs in der Studiobühne Bayreuth im Jahr 2013 oder an die szenisch-musikalische Uraufführung von Wagners Männerlist größer als Frauenlist an der Hauptstadtoper Berlin 2013. Es ist Herrn Piontek also durchaus zuzutrauen, dass er seiner Ankündigung beredt nachkommen wird und heute aus scheinbar nebensächlichsten Schriftstücken interessante kulturhistorische Informationen herausholen wird. Werter Herr Piontek, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Können Sie mich hören? Können Sie mich hören? Wunderbar, vielen Dank. Ja, wunderbar. Das war die wichtigste Frage des Abends. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich hier in Bayreuth sitzen kann, um über Bamberger Handschriften zu sprechen. Ich fange mal mit dem Buchstaben Z an. Wenn Sie Richard Wagner Biografien oder Biografien der Familie Wagner anschauen und dort das Inhaltsverzeichnis sich anschauen, werden Sie den Namen Zetkin erblicken. Clara Zetkin, die bekannte kommunistische Kämpferin. Sie werden aber nicht den Namen von Dora Zahneisen dort lesen können, obwohl die für Richard Wagners Familie posthum, aber in gewisser Weise auch für ihn, soweit es die Bamberger Sammlung betrifft, obwohl diese Dora Zahneisen wesentlich bedeutender war als die kommunistische Kämpferin. Denn dieser Frau Zahneisen verdankt die Staatsbibliothek Bamberg diese kleine, aber feine Sammlung von originalen Wagner-Handschriften und verwandten Handschriften, die, Sie haben es gesagt, im Jahre 2013 zum ersten Mal überhaupt ausgestellt wurde, weil sie jüngst in diesem Jahr der Staatsbibliothek Bamberg gestiftet wurde, ein nicht ganz selbstverständlicher Akt, wie ich finde. Die Frage ist zunächst mal, wer war Dora Zahneisen? Ich kann mich da auf Informationen beziehen, die intern in einem sogenannten Repertorium veröffentlicht worden sind.
Ich bin dankbar, dass die Staatsbibliothek mir schon vor einigen Jahren das Zahneisenrepertorium geschickt hat, in dem sämtliche Objekte verzeichnet sind und auch schon wissenschaftlich kommentiert wurden. Mein Vortrag kann sich tatsächlich auf dieses Repertorium beziehen, aber was diese inhaltlichen Aspekte betrifft und auch manche Konkretisierungen, zum Beispiel von Daten, kann ich Ihnen heute, glaube ich, etwas Neues bringen. Dora Zahneisen, wer war die Dame? Es war eine gebürtige Bambergerin. Sie wurde 1891 in Bamberg geboren. Dort starb sie auch im Jahre 1955. Ihr Berufsleben hat sie aber nicht in Bamberg, sondern in Bayreuth verbracht. Sie lebte dort im Haushalt von Houston Stuart Chamberlain und seiner Frau Eva Wagner. Eva verheiratete Chamberlain, Eva Wagner, eine Tochter Richard Wagners und Cosima Wagners, eine ehelich geborene Tochter. Die beiden waren verheiratet. Im Jahre 1915 oder im Jahre 1916 trat Dora Zahneisen in den Dienst der Chamberlains in Bayreuth. Die beiden wohnten in einem Haus, das noch existiert. Links von vom Haus Wahnfried gibt es immer noch das Chamberlain-Haus. Dort diente Dora Zahneisen viele Jahre lang als Hausdame. Das war auch deswegen nötig, weil Justus Stuart Chamberlain schon bald schwer erkrankte, jahrelang bettlägerig war. Deswegen wurde sie auch im Testament, und jetzt kommen wir zur Bamberger Sammlung, deswegen wurde sie im Testament auch bedacht. Im Zuge dieser Erbschaftsangelegenheiten erhielt die langjährige treue Stütze, so wird sie im Testament genannt, neben einer hohen Lebensrente für ihre aufopferungsvollen Pflegedienste alle diejenigen Gegenstände, die von meinem Mann und mir, also mir, Eva Wagner, in zwei beigehefteten Testamentsnachträgen einzeln aufgezeichnet sind. Die Hausdame erbte originale Gegenstände aus dem Haus Wagner, also all die Stücke, die wir heute uns genauer anschauen werden. Nach dem Tod von Dora Zahneisen, wie gesagt, sie starb 1955, hat zunächst ihre Schwester Maria Zahneisen, verheiratete Klug, diese Stücke geerbt. Diese Dame starb im hohen Alter von 98 Jahren, erst im Jahre 2003. Schon zu ihren Lebzeiten hat diese Dame, die Frau Klug, Maria Klug, einige dieser Erbstücke an ihre eigenen Töchter, Barbara Tengler und Eva Bayer, die auch in Bamberg leben, vermacht. Eva Bayer war übrigens das Patenkind Eva Chamberlains. So eng waren die Beziehungen zwischen den Zahneisens beziehungsweise dann den weiteren Verwandten. So eng waren die Beziehungen zwischen Chamberlain, Wagner und Dora Zahneisen und der Familie Zahneisen. Im Jahre 2013, just im 200. Jahr der Geburt Richard Wagners, hat dann die Familie diese kostbaren Stücke der Bamberger Staatsbibliothek übergeben. Es gibt allerdings auch einen Aspekt im Leben der Dora Zahneisen, der nicht bewahrend ist, sondern eher vernichtend. Es gibt einen berühmten herostratischen Akt, so würde ich das nennen. Als Cosima Wagner beschloss, ihre Briefe, die Briefe, die sie zusammen, die mit Richard Wagner gewechselt hatte, zu vernichten, hat sie sie verbrannt und zur Hand ging ihr keine andere als auch Dora Zahneisen. Sie war an diesem Akt, den die Wagner-Philologie immer noch betrauert, leider elementar beteiligt. Aber was hätte sie auch machen sollen? Natürlich war sie da als Hausdienerin sozusagen verpflichtet, das mitzumachen. Die Beziehung zum Haus Wagner und zum Umkreis des Hauses Wagner war jahrzehntelang, so kann man sagen, sehr dicht und sehr eng. Es gibt in der Zahneisensammlung verschiedene Dokumente von Daniela Wagner, Daniela von Bülow, einer Tochter von Cosima Wagner und Hans von Bülow, oder Cosima von Bülow und Hans von Bülow. Es gibt Blätter von Hans von Wohlzogen, Weihnachtsgrüße, gute Wünsche an die beiden Fräulein Dora und Martha im Hause Chamberlain. Und Wagners Stieftochter Blondine, die verheiratete Gravina, der wir nachher noch begegnen werden, sie verewigte sich mit einer Postkarte, die die Zeilen enthielt.
Meine geliebte Dora, in bewundernder, herzlichster Teilnahme gedenke ich ihrer als der treuesten Pflegerin und Stütze meiner geliebten Schwester. Gott segne und tröste sie. Also, die Zahneisensammlung enthält auch Stücke von Daniela und von Blondine, historisch reizvoll, rührend, aber natürlich nicht so wichtig wie das, was da um Richard Wagner kreist. Hier soll es also nicht um Dora Zahneisen gehen, auch wenn es interessante Widmungsexemplare gibt von Houston Stuart Chamberlain, also von Eva Wagner. Man hat gemeinsame Lesestunden im Hause Chamberlain veranstaltet. Hier soll es natürlich zunächst mal um Richard Wagner gehen. Ein Hinweis darauf, was sonst noch in der Stabi in Bamberg an Wagnerianer vorhanden ist. Es gibt einen Briefumschlag, der nicht zum Zahneisenrepertorium gehört. Sie sehen ihn hier. Herr H. Hermann Levy, königlicher bayerischer Hofkapellmeister. Ging nach Bamberg zum Bamberger Hof. Oben steht, durch Eilboten zu bestellen. Das ist ein Briefumschlag. Der Brief selber hat sich erhalten, aber nicht in Bamberg, wo man ihn erwarten könnte, sondern in Bayreuth, wo er im Nationalarchiv liegt. Jetzt werden Sie fragen, ein Briefumschlag, was ist denn an einem Briefumschlag interessant? Ich kann hier einen profunden Wagner-Forscher zitieren, das ist Egon Voss, der, ich wage mal die Behauptung, einer der zwei bedeutendsten Wagner-Forscher der Gegenwart, zwei, drei wirklicher Wagner-Forscher, Egon Voss, kürzlich 80 Jahre alt geworden. Ich wünsche ihm mal ein langes Leben. Egon Voss schrieb im Vorwort, er schrieb einmal in einem Aufsatz, dass selbst in jenen Fällen, in denen nicht einmal ein Adressat, sondern nur ein Datum eines Briefs bekannt ist, diese Information in die Ausgabe sämtlicher Briefe Richard Wagners hineingehören würde. Denn, so Voss, niemand kann voraussehen, welchen Wert diese zugegeben spärlichen Informationen haben können, ganz abgesehen davon, dass bisweilen schon die pure Tatsache, dass überhaupt ein Brief geschrieben wurde, von Bedeutung ist. Aus diesem Grund finden sich im großen Verzeichnis der sämtlichen Briefe Richard Wagners, dass mit den Nachträgen circa oder knapp 9400 Nummern enthält. Also es ist bezeugt, dass es mindestens 9400 Briefe von Richard Wagner gibt und gab. Und das, die Dunkelziffer ist natürlich höher. Und in diesem Wagner-Verzeichnis gibt es viele, viele Verzeichnisse nur von Umschlägen. Dieser Umschlag gehört im Prinzip nicht dazu, denn zum Umschlag gehört auch ein Brief. Dieser Brief ging, wie gesagt, an Hermann Levy. Dieser Umschlag hat eine große Bedeutung. Oder anders gesagt, der Brief hat eine große Bedeutung. Es ist nicht irgendein Brief gewesen, sondern es ist ein sehr berühmter Brief gewesen. Dieser Umschlag kam im Jahre 1971 über das Berliner Auktionshaus Stargard, die sehr, sehr viele Wagnerianer verauktioniert haben. Die Kataloge von Stargard sind eine Fundgrube auch für verschollene und im Privatbesitz befindliche Wagnerbriefe. Dieser Umschlag wurde 1971 verauktioniert, kam vor 50 Jahren in die Staatsbibliothek. Der Brief selber dürfte schon vorher im Nationalarchiv in Bayreuth angelangt sein. Er ging an Levy. Hermann Levy wohnte für einen Tag, aufgrund der Angelegenheit, die ich Ihnen gleich schildern werde, in Bamberg, im Hotel Bamberger Hof. Der Bamberger Hof ist nicht der Bau, den wir heute kennen, am Schönleinsplatz, sondern befand sich seinerzeit, Ende des 19. Jahrhunderts, noch am Grünen Markt. Ich habe hier ein ziemlich altes Foto vom Grünen Markt ausgraben können, das man im Internet findet. Hermann Levy, großer Dirigent, der erste Dirigent des Bayreuther Parsifal, der Bayreuther Parsifal-Uraufführung 1882. Was war passiert? Wir erfahren es durch den Brief, der in Bayreuth überliefert wurde. Richard Wagner hat einen Brief bekommen in der Vorbereitungszeit des Bayreuther Parsifal 1882, dass Hermann Levy
ein Verhältnis mit der Frau Cosima habe, was blank Ökologen war. Und der anonyme Schreiber meinte in dem Brief, dass Levi doch nicht den Parsifal dirigieren solle, um ihn reinzuhalten, sozusagen. Wagner war so geschmacklos, Levi diesen Brief vorzulegen. Levi war ein außerordentlich sensibler Mensch. Die Geschichte der seltsamen Beziehung zwischen Richard Wagner, Cosima Wagner und Levi ist überaus komplex und nicht frei von masochistischen Zügen auf Seiten Levis. Eine furchtbare Geschichte. Der Brief selber ist ein Zeugnis dieser schwierigen Beziehung. Wagner schreibt in diesem Bayreuther Brief: Lieber bester Freund, alle Ihre Empfindungen in Ehren, so machen Sie sich doch uns und uns nichts leicht. Gerade, dass Sie so düster in sich blicken, ist es, was uns im Verkehr mit Ihnen etwas beklemmen könnte. Wir sind ganz einstimmig, aller Welt diese Scheiße zu erzählen. Scheiße wird abgekürzt, aber es ist klar, was gemeint ist. Und dazu gehört, dass Sie nicht von uns fortlaufen und folgendes Unsinn vermuten lassen. Um Gottes Willen, kehren Sie sogleich um und lernen Sie uns endlich ordentlich kennen. Verlieren Sie nichts von Ihrem Glauben, aber gewinnen Sie auch einen starken Mut dazu. Sie konnten das nachlesen. Dieser Brief wurde meines Wissens das erste Mal in Faksimile veröffentlicht, erst ganz aktuell in der neuesten Ausgabe der Fachzeitschrift Wagner Spektrum. Das Wagner Spektrum ist, diese Ausgabe ist ausschließlich den Briefen Richard Wagners gewidmet. Und dort können wir diesen Brief zum ersten Mal im Faksimile sehen, einer der berühmtesten späten Wagner-Briefe, zu dem, wie gesagt, sich der Umschlag in Bamberg erhalten hat. Jetzt wollen wir aber doch mal langsam nach Bamberg gehen, zur Zahneisensammlung. Sie sehen hier ein sehr berühmtes Paarbild, eines der ganz wenigen Bilder, auf denen Cosima Wagner und Richard Wagner gleichzeitig zusammen zu sehen sind. Dieses Bild wurde 1872 in Wien aufgenommen, ein sehr berühmtes Bild, das Sie in vielen alten und neuen Wagner-Biografien finden können. 1873 fahren die beiden nach Bamberg. Warum machen sie das? Sie begleiten Franz Liszt, der auf dem Weg nach Weimar ist. Liszt war 1873 nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal in Bayreuth. Liszt fährt zurück in eine seiner Leib- und Magenstädte. Er hat ja drei Städte gehabt, in denen er gewohnt hat: Budapest, Rom und Weimar. Das sind die Städte seiner letzten 20 Jahre. Sie begleiten ihn. Liszt fährt weiter nach Weimar. Und Cosima und Richard Wagner verbringen tatsächlich ein paar Stunden in Bamberg, übernachten dort und Richard Wagner trägt sich ins Gästebuch der Staatsbibliothek ein. Sie sehen dort, dass eine, wie ich finde, sehr dumme Hand posthum eingetragen hat, gestorben Februar 83. Ja, ist eine wichtige Info. Schade, dieses Blatt ist dadurch ein bisschen versaut worden. Natürlich ist es auch ein Dokument, aber schade. Ich muss dazu sagen, dass Gästebucheinträge dieser Art tatsächlich außerordentlich selten sind bei Richard Wagner. Es gibt wahnsinnig viele Dokumente, die Richard Wagner selber ausgefertigt hat, wirklich Hunderte. Aber reine Gästebucheinträge gibt es wenig. Gästebucheinträge ohne Kommentar. Ich habe lediglich einen Gästebucheintrag vom Germanischen Nationalmuseum gefunden. Also dieser Eintrag ist nicht einmalig, aber doch eine relative Seltenheit. Und er zeigt uns, dass Richard Wagner tatsächlich in der damaligen Staatsbibliothek war. Dieses Foto habe ich auf Facebook gefunden. Es zeigt die Örtlichkeit der damaligen Staatsbibliothek, die sich ja damals 1873 noch im Jesuitenkolleg hinter der Martinskirche befand. Man geht in die Staatsbibliothek, Sie haben es erwähnt, man schaut sich einen Dürer an, einen Christus. Ich zitiere Cosima Wagners Tagebuch. 5. August 1873, Cosima Wagners Tagebuch ist eine außerordentliche Fundgrube für kulturhistorische Details, für das Leben Richard Wagners, für das Leben Cosima Wagners. Ich kann jedem Wagnerianer nur empfehlen, es einmal im Leben, einmal komplett durchzulesen in kürzerer Zeit. Ich habe es gemacht vor ein paar Jahren, ich habe 2,5 Wochen dafür gebraucht, danach war ich ja ein anderer Mensch. Wir erfahren durch Cosima Wagner, dass sie in der Staatsbibliothek waren und sich einen Dürer
angeschaut haben, nämlich eine Zeichnung, die Richard und Cosima doch sehr bewegt haben muss. Das ist nicht die Zeichnung, die gemeint ist. Die dürrischen Zeichnungen, sie schreibt, es treten uns Tränen in die Augen bei dem Anblick dieser Zeichnung. In der Zahneisensammlung hat sich ein Blatt erhalten, nämlich ein Kunstdruck mit einem Christus im Elend. Dieser Christus im Elend ist keine Kopie der Bamberger Dürer-Zeichnung, aber es ist das Motiv von Christus im Elend. Wie kommt diese Zeichnung in die Zahneisensammlung? Diese Zeichnung befand sich auf dem Schreibtisch von Houston Stuart Chamberlain, denn dort wurde im Testament verfügt, dass alle Bilder, die auf meinem Schreibtisch drauf sind, von Dora Zahneisen geerbt werden sollen. Darunter befand sich ein Christus in der Rast. Diese Zeichnung entstand vor etwa vor 1650, geht auf den Titel Holzschnitt zur kleinen Passion von 1511, also einem großen Dürerwerk, zurück. Steht die Vermutung im Raum, streng beweisbar ist es nicht, aber es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass genau diese Zeichnung, die Sie gerade sehen, in Erinnerung an die Bamberger Dürer-Zeichnung erworben wurde von Cosima Wagner. Was ich besonders spannend finde, ist, dass wir wissen nicht, wann es erworben wurde. Wurde es gleich 1873 erworben? Wurde es in der Parsifalzeit erworben? Wir wissen es nicht genau, aber ich finde es außerordentlich faszinierend, dass wir hier einen Typus haben, sozusagen diesen elenden Christus mit der furchtbaren Dornenkrone, der ja auch im Hintergrund des Parsifal steht. Und in neueren Inszenierungen, Sie sehen hier ein Bild aus der letzten Bayreuther Inszenierung des Parsifal von Laufenberg. Dort konnten Sie Amphortas als wiedergeborenen oder zweiten Jesus Christus sehen. Sie sehen ein Pressebild der Bayreuther Festspiele, das von Enrico Navrat geschossen wurde. Christus, der Erlöser, steht natürlich im Hintergrund der Parsifal-Thematik. Es gibt auch noch sonst weitere Hinweise, immer wieder bei Richard Wagner, auf diesen tiefen Zusammenhang zwischen Christus und dem Parsifal-Thema. Gehen wir weiter. Gehen wir zu einem Briefumschlag. Wir haben auch wieder nur einen Briefumschlag. Frau Baronin von Bülow. Der stammt also aus der Zeit, in der Cosima Wagner noch nicht Wagner hieß, sondern mit Hans von Bülow verheiratet war. Unten sehen wir auf Französisch, 14. Februar 1865, Cachet du Roi, apporté par Pfistermeister. Und dann noch ein weiteres Datum, 12. Februar 1865. Das ist sehr rätselhaft. Wir wissen weder, was in diesem Briefumschlag drin war. Der Brief scheint vernichtet worden zu sein in dem Auto da Fe, an dem sich Dora Zahneisen beteiligt hat. Wir können höchstens Schlüsse ziehen. Ich versuche eine gewagte Theorie, obwohl es noch nicht mal sicher ist, ob die spätere Ergänzung dort unten mit den Daten 12. und 14. Februar 1865, ob das überhaupt was mit dem Briefumschlag zu tun hat. Ich denke, Mann oder Frau hätte es nicht draufgeschrieben, wenn es nicht tatsächlich mit dem Brief selber, mit dem Inhalt zu tun gehabt hätte. Also, dieser Brief, der an Cosima von Bülow ging. Wir haben hier ein Bild, just aus dem Jahre 1865. Sie finden das in einem Buch von Manfred Eger, dem ehemaligen Direktor des Richard-Wagner-Museums, in einem schönen Buch, das er mal geschrieben hat über Richard und Cosima Wagners Briefwechsel. Cosima Wagner 1865 hat diesen Brief erhalten in München. Der Brief ging aus von der Brienner Straße 21. Richard Wagner saß dort im Jahre 1865 in diesem Haus, das längst nicht mehr existiert. Kriegsverlust. Von der Brienner Straße ging es in die Arco-Straße, versiegelt mit einem Siegel. Es ist ganz schwer zu sagen, was das Zeichen auf diesem Siegel bedeutet. Wir werden im Verlauf dieses Abends noch weitere Siegel sehen. Das ist ein interessantes Gebiet der historischen Wissenschaft.
es war mir nicht möglich, eigentlich zu erkennen, was für ein Zeichen drauf ist. Vielleicht sind es zwei Ws. Es ist sicherlich nicht RW, das würde man sehen. Dieses Siegel hat sich erhalten. Erwähnt wird, ich habe es gerade zitiert, der Herr von Pfistermeister. Und jetzt kommen wir zu einer möglichen Deutung dieses Briefs oder dieses Fragments oder dieser Aufschrift. Cachet du Roi, was heißt das? Cachet du Roi heißt das Siegel des Königs. Dieses Siegel des Königs sei von Herrn von Pfistermeister gebracht worden. Apporté. Franz Serin von Pfistermeister gehört zu den größten Gegnern Richard Wagners in München der 60er Jahre. Wagner nannte ja die beiden Sekretäre Pfistermeister und von der Pforten nur Pfi und Pho. Pfistermeister muss Richard Wagner gehasst haben, so wie Wagner diesen Pfistermeister gehasst hat. Lange Geschichte. Was war passiert in diesen Tagen um den 12. und 14. Februar 1865 rum? Das ist eine heiße Zeit in Wagners Münchner Leben. Wagner war in Ungnade gefallen Anfang Februar, weil er ein Bild hatte malen lassen für den König, ein Porträt von sich für den König. Die Kabinettskasse sollte das aber bezahlen. Daraufhin fiel Wagner für ein paar Tage in Ungnade. Der Ludwig II. War nicht sehr amused. Am 12. Februar aber ließ der König in den Münchner Neuesten Nachrichten ein Dementi veröffentlichen, in dem, ich zitiere dieses Dementi, die von verschiedenen Seiten gebrachte Mitteilung, Richard Wagner sei in Ungnade gefallen, als völlig unbegründet abgetan wird. Was war an diesem 12. Februar noch passiert? Cachet du Roi, Apporté der Pfistermeister. Ich kann jetzt wirklich fantasieren, was ist damit mit diesem Siegel gemeint? Ist das ein metaphorisches Siegel? Ist das ein wirkliches Siegel gewesen? Hat Pfistermeister in die Brienner Straße irgendwas mit einem Siegel überbracht, das Richard Wagner dann der geliebten Cosima in die Akkustraße hat schicken lassen? Wir wissen es nicht. Tatsache ist, dass diese Tage für Richard Wagner außerordentlich belastend waren. Auch wenn wir nicht konkret wissen, was hinter diesem Briefumschlag jetzt wirklich steckt, sie verraten uns doch einiges über dieses sehr aufgeregte politische Leben auch Richard Wagners in München, im München des Jahres 1865. Er sollte ja dann schon bald danach sozusagen aus Bayern ausgewiesen werden. Wir haben es zur Abwechslung mal, aber auch dieser Brief erzählt uns von Zerwürfnissen mit einem richtigen Text zu tun. Für den Herrn B. Per F. Das heißt für den Baron Per Karl von Perfall, Hoftheater München. Es ist ein Zettel, ein Briefentwurf. Ich lese es vor. Zur Entschädigung für die Einführung elender, gestrichen Journal, Zeitungsschreiber in die Proben der Meistersinger, gestrichen welche damals über mich, um sich, gestrichen über mich, in den Blättern über mich lustig zu machen, fordere ich unbedingte Zulassung zu den Rheingold-Proben für diejenigen meiner Freunde, welche ihnen durch Richter bezeichnet werden und von denen ich mich dafür verbürge, dass sie sich wohl einmal über sie lustig machen werden. Keinerlei Ausreden gelten nicht. Und dann steht unten wahrscheinlich der, die Sache verstehe, R. Auf der Rückseite können wir folgenden Text lesen. Bitte für sehr wenige Freunde Probenzulassung bei den Sängern zu vermitteln, da ich annehme, dass nur von dieser Seite kein Hindernis besteht, wogegen ich von der Intendanz gänzliche Fernhaltung anderer Besuche verlange. Das ist ein Briefentwurf, der aber nicht rausging, jedenfalls nicht so. Was war passiert? Es geht um den Herrn Karl von Perfall. Karl von Perfall, auch ein Hassobjekt Richard Wagners in München, war der Hofintendant der Hofbühne Ludwigs II., ein nicht unbedeutender Mensch, für Richard Wagner wahrscheinlich ein Kretin, der ihm, wo er nur konnte, Steine in den Weg schmiss.
Wagner erinnerte sich daran, dass schon bei der Premiere der Meistersinger in München des Jahres 1868 dieser Perfall offensichtlich gegen ihn war und seine künstlerische Tätigkeit behindert hat, wo er konnte. Davon stimmt nur die Hälfte. Auch das ist wieder so eine lange, komplizierte Geschichte. Stücke wie Rheingold oder Meistersinger oder Tristan Urhoff zu führen, war ja nun wirklich kein Spaß damals. Es war ja alles experimentell, dass dann auch ein Intendant manchmal verzweifeln konnte, ist auch völlig klar. Richard Wagner forderte für seine Freunde Einlass zu den Proben. Er schrieb 11 Tage vor der Premiere des Rheingolds in einem berühmten Brief an den Kapellmeister Franz Wüllner, wie die Stimmung damals zwischen München und Triebschen war, wo Wagner inzwischen lebte. Wagner war irgendwann strikt gegen diese separate Uraufführung des Rheingold. Und er schrieb diesen berühmten Brief nach München: Hand weg von meiner Partitur, das rate ich Ihnen, Herr, sonst soll sie der Teufel holen. Man wird dann noch relativ beleidigend, ein sehr frischer Brief. Was hatte Karl von Perfall gemacht? Er hatte versucht, französischen Gästen, die allerdings bereits die normalen Proben des Rheingold 1869 besucht hatten, den Zutritt zu verwehren, und zwar zur Haupt- und zur Generalprobe. Warum auch immer. Denn diese Franzosen waren ja vorher schon tagelang in München gewesen. Im Mittelpunkt eine umschwärmte Frau, Judith Gautier, damals noch Judith Mondes. Judith Gautier deswegen, weil ihr Vater Théophile Gautier, der bedeutende Schriftsteller und Publizist war. Judith Mondes, spätere Judith Gautier, ging als Richard Wagners letzte Geliebte oder vorletzte Geliebte in die Klatschpresse ein. Eine hochbedeutende Frau, Schriftstellerin, Intellektuelle, sehr attraktiv, war mit ihrem Mann Catulle Mondes und dem französischen Schriftsteller Derrier Adam nach München gekommen. Tatsache ist, dass Richard Wagner diesen Brief nicht in dieser scharfen Form nach München schickte, sondern ein Telegramm nach München dann schickte. Er wandte sich auch an Hans Richter. Richter wird erwähnt in diesem kleinen Briefentwurf. Hans Richter, der Dirigent, der dann das Rheingold nicht dirigierte. Das machten dann andere. Es gibt aber ein Telegramm, in dem sich Wagner dann deutlich genug wohl geäußert hat, ein verschollenes Telegramm, in dem es um diese Probenzulassung ging. Perfall konnte sich letzten Endes nicht durchsetzen, sodass die drei Franzosen die Haupt- und die Generalprobe besuchen konnten. Wir verdanken diesem kleinen Zwischenfall einen der typisch Wagnerschen Ausbrüche, die diesmal nicht geschickt wurden, sondern als Entwurf verblieben, weil ihm gute Freunde geraten haben, doch etwas weniger scharf zu formulieren. Frau Richard Wagner, Triebschen, Luzern. Ein Briefumschlag, keine Mitteilung. Frau Richard Wagner, Triebschen, Luzern, oben Schweiz, damit auch ganz klar ist, dass Luzern in der Schweiz liegt. Das Schreiben kam, wie können wir das datieren? Das ist ganz einfach, vorne sehen wir zwei Poststempel, die deswegen nicht mehr zu sehen sind, weil dort mal zwei Briefmarken draufkleben. Sie sehen diesen Ausriss sozusagen, diese Randspuren. Wir wissen aber ungefähr, wann das abgeschickt wurde, beziehungsweise wann es ankam. Denn auf der Rückseite haben wir die Datierung durch den Schweizer Poststempel, Gott sei Dank. Sonst wäre das unmöglich zu datieren. Es ist der 15. Dezember 1871. Am 15. Dezember 1871 kam dieser Brief mit dem Umschlag in Luzern, also in Triebschen, an. Es gibt ein rotes Siegellack-Monogramm, das wir ausnahmsweise lesen können. Und wir erfahren auf diesem Weg, dass Richard Wagner auch in dem Sinne, ja, exzentrisch wäre jetzt übertrieben, aber auch eigen war, als dass er tatsächlich gelegentlich zeitweise ein eigenes Monogramm verwendet hat. Das Monogramm ist wunderbar erhalten, RW. Es gibt übrigens noch keinen Aufsatz über Richard Wagners Monogramme. Es gibt ja buchstäblich Zehntausende von Aufsätzen über Richard Wagner. Aber das Thema Richard Wagner in der Siegelkunst ist noch nicht bearbeitet worden, freiwillige vor.
Was war passiert um den 15. Dezember 1871? Und wir können das sehr präzise sagen. Es gibt den Eintrag von Cosima Wagner vom 15. Dezember. Von R. einen kleinen Brief aus München, dann eine Depesche aus Bayreuth, dass alle Besorgungen vortrefflich seien. Richard Wagner war 2 Tage vorher nach München gefahren, wieder nach München. Er hat diesen Brief, wir wissen das, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Hotel Bayerischer Hof in München am Promenadeplatz geschrieben. Wir haben ja eine historische Ansicht von der Homepage des Hotels Bayerischer Hof vom Promenadeplatz. Was macht er in München? Er traf sich mit Lorenz von Düfflip, einem doch guten Freund in München, Kabinettssekretär des Königs, und mit Friedrich Feustel, dem Bayreuther Bürgermeister, der vehement für Richard Wagners Festspielunternehmen eintrat. Feustel war extra nach München gefahren, er war ja auch politisch im Landtag tätig. Und Wagner hatte wieder Konferenzen, wie man das damals nannte, mit diesen beiden wichtigen Herren, die für die Durchsetzung des Festspielunternehmens so wichtig waren. Und in diesem Brief hat Richard Wagner garantiert etwas über diese Verhandlungen erzählt. So viel können wir sagen. Von mir empfohlen als Synagoge zur Feier des Berliner Kongresses. Fasold und Fafner wussten von diesem Baustil noch nichts. Von mir empfohlen als Synagoge zur Feier des Berliner Kongresses. Fasold und Fafner wussten von diesem Baustil noch nichts. Sie RW. Sie können diese Sätze, können Sie auf der Rückseite einer Karte lesen, die zusammengehörte mit einer Skizze, die Richard Wagner aus München geschickt worden war. Wir befinden uns jetzt im Jahre 1878. Der Ring des Nibelungen war 1876 zum ersten Mal komplett gespielt worden, bekanntlich in Bayreuth. 2 Jahre später rüstet man sich in München, einen kompletten Ring auf die Bühne zu bringen. Es werden meist die alten Bühnenbilder, was Rheingold und Walküre betrifft, werden die alten Bühnenbilder von 1869 und 70 verwendet. Nur für Rheingold, für die Burg Walhall, wurde eine neue Skizze hergestellt von Angelo II. Quaglio aus einer bedeutenden Münchner Theatermaler-Dynastie. Die Skizze, die damals nach Bayreuth ging, ist erhalten, allerdings nicht in Bamberg, sondern in München im Theatermuseum. Diese Skizze, ja, Richard Wagners Kommentar war hämisch, antisemitisch. Was den Stil dieser Skizze oder des skizzierten Bauwerks betrifft, hatte er recht. Richard Wagner sah in dieser Skizze, die sich heute im Deutschen Theatermuseum in München befindet und publiziert wurde vor etwa 50 Jahren vom Ehepaar Petzet, die ein wunderbares, fettes Buch geschrieben haben über die Richard Wagner Bühne König Ludwigs II. Richard Wagner hat diese Skizze ja durchaus korrekt bezeichnet, als er sagte, das sei irgendwie ein orientalischer Stil. Orientalisch ist auch so ein damaliges Wort, ich bitte zu entschuldigen, ist nicht politisch korrekt, aber das war für die Wagners wahrscheinlich orientalisch, es war jüdisch, es war jedenfalls nicht das, was man sich in Bayreuth unter einer germanischen Burg vorgestellt hat. Synagoge zur Feier des Berliner Kongresses. Kurz zuvor, 2 Tage zuvor, bevor Wagner diesen Satz geschrieben hat, nur 2 Tage zuvor, war in Berlin der sogenannte Berliner Kongress zu Ende gegangen, der ein paar Wochen tagte. Da ging es um den Balkan, da ging es um Territorialpolitik. Es wurden aber auch jüdische Fragen verhandelt. Es gab jüdische Anträge, die zum Teil natürlich polemisch und kontrovers diskutiert worden sind. Das heißt, Richard Wagner, der natürlich Zeitung las, obwohl er immer behauptet hat, dass er nie Zeitung liest, wusste, was dieser Berliner Kongress ist, bezieht sich direkt in seiner Anmerkung auf den Berliner Kongress und meint, das wäre kein Bauwerk für, das wäre natürlich nicht Walhall. Ironischerweise war das genau der einzige Entwurf im Jahre 1878 für München, der neu gemacht worden ist.
Und Sie sehen tatsächlich, Sie sehen da so einen romanisch-byzantinischen Mischstil. Sie sehen unten so Fortifikationen, Burgartiges aus der frühen Neuzeit, aus dem spätesten Mittelalter. Oben tatsächlich ein romanisches Portal, eine Kuppel, passt alles nicht zusammen. Das ist ein historistischer Mischstil, wie ihn Wagner hasste. Und Tatsache ist, dass dieser Kommentar nach München sozusagen ging und Angelo II. Quaglio dann tatsächlich einen zweiten Entwurf hergestellt hat, der Wagners Forderungen wesentlich näher kam. Im Grundsatz ist dieser Entwurf gleich geblieben. Nochmal zurück. Sie haben diesen Kuppelbau, Sie haben da diese Fortifikation, diese Ecktürme, aber jetzt wirkt es viel archaischer, klobiger, zyklopischer, sodass Wagner dann relativ zufrieden sein konnte. Ich glaube nicht, dass er wirklich zufrieden war, aber das war tatsächlich die Reaktion auf Wagners vehemente Kritik, die er in dieser typisch wagnerschen kleinen Aufzeichnung fixiert hat. Was jetzt kommt, ist eins meiner Lieblingsstücke in Bamberg, ein Gedicht. Sie wissen, es wurde vorhin erwähnt, so eine Marotte von mir, Wagners Gedichte. Ich habe dieses Gedicht gesehen in der Bamberger Stavi. 2018 bin ich hingefahren, habe mir dieses Gedicht vorlegen lassen. Es war noch nicht publiziert. Seit 2018 ist es publiziert. Als missgeschickes Rächer, ein schwarzer Federfächer, verdecke ihr das Grauen, gebe uns Verrat zu schauen. Als missgeschickes Rächer, ein schwarzer Federfächer, verdecke er das Grauen, geht uns Verrat zu schauen. Wirkt wie ein Rätselvers, ist aber gar keiner. Geht uns Verrat, wer ist Gedon? Bekannter Mann, Lorenz Gedon. Lorenz Gedon, bedeutender Münchner Künstler, viel zu früh gestorben, keine 45 Jahre alt geworden. Oder 41 Jahre alt ist er geworden. Gestorben 1883 im Sterbejahr Richard Wagners. Lorenz Gedon war eine der prägnantesten Gestalten der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im lustigen Münchner Künstlerleben. Guter Freund von Franz Lehnbach, von Friedrich August von Kaulbach, hoch angesehener Künstler, sehr kommunikativ, sehr fleißig, ein bisschen schlampig, was Terminlieferungen betraf. Sehr fantasievoller Dekorateur, ein Großmeister des Historismus, kann das nur andeuten. Es gibt ein wunderbares Buch von Brigitte Gedon, da werden Sie dieses Bild entdecken. Brigitte Gedon, eine Nachfahrin, Kunsthistorikerin, die hat ein wunderbares Buch geschrieben über Lorenz Gedon. Lorenz Gedon hatte auch mit den Wagners zu tun, denn er war für Wagner tätig, als das Haus Wahnfried, das 1874 eröffnet wurde, eingerichtet wurde von Dekoration her, hat Gedon Vorschläge gemacht. Das Problem war, dass Wagner diese teuren Sachen nicht realisieren konnte, weil es einfach zu teuer war. Gedon hatte seinen Preis. Obwohl er manchmal auch wirklich nur für den Nennwert gearbeitet hat oder für den Materialwert. Lorenz Gedon sollte, ich mache eine längere Angelegenheit relativ kurz, Lorenz Gedon sollte zu Weihnachten 1879 Richard Wagner eine Kassette liefern, die Wagner seiner geliebten Frau Cosima schenken wollte. Eine wertvolle Kassette. Im Mai hat er bereits diese Kassette bestellt. Im September fragt Wagner nach, wo bleibt denn der Schrein? Die Kassette, er schreibt einen Brandbrief im September oder im Oktober. Liebster, bester, unter Umständen aber auch allerschrecklichster, vergessen Sie mich? Kann ich mit schreiender Sicherheit auf die Kassette rechnen? Muss sie gerade erst am Tage der Bescherung fertig werden? Kann ich sie nicht schon etwas früher erhalten? Gedon hatte eine Zusage über 3.000 Mark. Wagner hat Mitte Oktober über seinen Geldmann Karl Volz, den Gedon in München 1.500 Mark schicken lassen, ein Heidengeld. Man kann das vielleicht umrechnen in Euro. Trotzdem hat Gedon nicht liefern können. Er hätte geliefert, wenn nicht 4 Tage vor Weihnachten das Gussmodell zerbrochen wäre. Es war eine Silberarbeit. Der Guss ging zu Schaden, damit aber auch das Modell, und Gedon konnte
leider nicht mehr diese Kassette nach Bayreuth liefern. Cosima Wagner wusste seit Mai Bescheid, dass sie eine Kassette geschenkt bekommt. Insofern war nicht nur Richard Wagner, sondern sie war auch enttäuscht. Stattdessen legte ihr Wagner dann am Weihnachtstag oder an ihrem Geburtstag einen Federfächer auf den Gabentisch mit diesem kleinen, reizvollen Gedicht, das einen monatelangen Vorlauf hatte. Es ist kein Rätselvers, sondern erklärt einfach nur Wagners Frustration. Aber das Geniale an Wagner war ja auch, dass er diese Frustration doch meist umwandeln konnte in etwas sehr Kreatives, entweder in Musik oder in Dichtkunst. Das Gedicht wurde geschrieben mit violetter Tinte, der sogenannten Parsifal-Tinte. Wir sehen sie auch in einem ganz interessanten Dokument. Sie sehen dort unten zwei Notenzeilen. Wir werden sie gleich nochmal sehen. Das Ganze ist das Fragment eines Briefes, den der Mainzer Verleger, der Chef des Mainzer Verlagshauses Schott, ein hochbedeutender Musikverlag, an Cosima Wagner geschrieben hat. In diesem Brief ging es um Klaviertranskriptionen, die Josef Rubinstein, Richard Wagners Hauspianist, erstellte. Wir sind in der Parsifalzeit. Richard Wagner schreibt den Parsifal ab 1877. Der Brief wird ungefähr, ich schätze mal, 1881 entstanden sein. Er ist nicht datiert. Er findet sich sonst nirgendwo in der Wagner- oder Schott-Literatur. Hier ist von diesen Transkriptionen, den Bildern, wie es heißt, von Josef Rubinstein die Rede, die der Mann in Wahnfried erstellt hat. Musikalische Bilder aus R. Wagners Parsifal. Erstes Bild, Parsifal und die Zaubermädchen, erschienen bei Schott. Zweites Bild, Karfreitagszauber. Rubinstein hat diese beiden Bilder erstellt. Und in dem Brief von Strecker, Ludwig Strecker an Cosima, ist eben von diesen Bildern die Rede, die pünktlich zu Weihnachten ankommen sollen. Ich kann nur schätzen, dass dieser Brief 1881 geschrieben sein muss. Unten notiert dann Wagner auf diesem Brief, der heute ein Fragment ist, zwei Notenzeilen. Wer Noten lesen kann, ist klar im Vorteil. Es handelt sich tatsächlich um einen notengetreuen Ausschnitt aus dem Parsifal, und zwar aus der Trauermusik für Titorel, also für die Verwandlungsmusik des dritten Aktes Parsifal. Ich werde Ihnen jetzt ein paar Takte vorspielen, klingt wahrscheinlich schauderhaft, aber Sie werden, wenn Sie es hören, mitlesen können. Sie werden zunächst das untere Motiv hören, dieses Ostinato-Motiv, dieses vor sich hin rollende Motiv. Sie kennen das vielleicht. Und oben dieses Verzweiflungsmotiv, was sich immer weiter hoch übersteigert. Wir werden ein paar Takte hören. Das Interessante ist, dass Wagner unten einen Kommentar zu seiner eigenen Notenschreiberei abgegeben hat, nämlich lauter Unsinn, Ausrufezeichen. Entweder bezieht er sich dabei auf die Transkription, das ist nicht ganz unwahrscheinlich. Wagner war kein Fan von diesen Ausbrüchen, die man aus seinem Werk da gemacht hat. Er hat das zugelassen, auch aus finanziellen Gründen. Er mochte es überhaupt nicht, wenn man aus seinen Gesamtwerken irgendetwas rausnahm. Aber vielleicht bezieht sich auch nur sehr selbstironisch auf sein eigenes Werk. Auch das ist nicht ganz unwahrscheinlich, denn Wagner konnte, gerade beim Parsifal haben wir schöne Beispiele dafür, selbstironisch über sein eigenes Werk Scherze und sehr schlechte Scherze machen. Andere durften das nicht, war streng verboten. Die haben dann Hausverbot erhalten. Er selber durfte Witze machen über sein Werk und gerade über so ein hochernstes Stück wie Parsifal. Lauter Unsinn, Ausrufezeichen. Jetzt versuchen wir mal, die Technik reinzukriegen. Ja, Sie haben es gehört. Parsifal, ernsteste Musik, lauter Unsinn. Das nächste Blatt stellt selbst mich vor gelinde Rätsel. Dummes Mädel, Ausrufezeichen, RW, Punkt. Und dann gibt es ein Kürzel, das heißt wahrscheinlich STO, STO, Punkt. Ehrlich gesagt, es könnte auch SHU heißen, heißt aber wohl eher, ich habe Schrift verglichen, STO, STO. Was heißt das? Ich habe keine Ahnung, es bleibt stockdunkel im wahrsten Sinn des Wortes.
Wir wissen aber, auf welchem Fetzen Wagner dieses Ding geschrieben hat und wann es ungefähr gewesen sein muss. Denn links hat eine unbekannte Hand aufgeschrieben, Zeitung vom 15. September 1882. Damit ist die Allgemeine Deutsche Musikzeitung gemeint. Der Jahrgang 9, die Nummer 37. Es findet sich tatsächlich, und zwar auf dem Fetzen, den Sie dort sehen können, rechts, ein Artikel, der sich auf den Parsifal bezieht. Wir befinden uns also nur wenige Wochen nach der Premiere des Bayreuther Parsifal. Wagner war mit seiner Familie zum letzten Mal nach Italien gefahren. Er ließ sich dort die Allgemeine Deutsche Musikzeitung nachliefern. Und dort konnte er dann von Albert Heinz, einem Wagnerianer, keinem Wagner-Gegner, sondern einem Wagnerianer, konnte er sich unterrichten lassen über Richard, über Professoren Weisheit und der Parsifal. Dummes Mädel, R.W. Stoh, ja, heißt das Stoiker? Wir wissen es nicht. Wenn es Stoiker heißt, was ich nicht glaube, es ist wirklich nur eine ganz lose Vermutung, dann könnte es eine wiederum selbstironische Selbstcharakterisierung Richard Wagners sein. Bezieht sich dummes Mädel auf die junge Eva Wagner, die damals 15 Jahre alt war, musste sie gerügt werden. Cosima Wagner schreibt ja immer, wenn Cosima oder Daniela oder Blondine gerückt werden mussten, dann schreibt sie ja immer in ihr Tagebuch. Letzten Endes wissen wir es nicht. Ist ein interessantes Blatt, was es soll. Vorschläge sind erbeten. Alla Comtesse Gravina, Palazzo Pace, Via Butera, Palermo. Wir kommen jetzt in die, wir sind bereits in der letzten Zeit. Dieser Brief entstand im Dezember 1882, er wurde geschrieben für die Comtesse Gravina, die Gräfin Gravina, adressiert an den Palaz in, für den Palazzo Pace, die Via Butera. Ganz kurz, die mit Comtesse Gravina ist gemeint die Tochter Blondine, die wir hier mit ihrem unglücklich aussehenden Ehemann, dem Grafen Gravina sehen, der sich ein paar Jahre später erschießen wird. Eine sehr unglückliche Ehe. In Gravina war ein Zweitgeborener aus Sizilien, Palermo, Armenhaus Italiens. Man hatte nicht viel Geld in diesem Haus. Und das ist der Grund, warum Blondine und ihr Mann im Dezember 82 von Richard Wagner etwas geschickt bekamen. Mein liebes, teures Kind. Hier hast du was. Kaufe dir und Biagino was Hübsches zu Weihnachten und bleibt beide gut, euren treuen Freunde und Papa Richard W. Was nicht mehr erhalten ist, ist der 1000-Franc-Schein. Wir wissen, dass es 1000 Franc sind, denn Richard Cosima Wagner schreibt das auch wieder in ihr Tagebuch. Richard Wagner ist sehr erregt, dass diese Sendung nicht angekommen ist. Die Post zwischen Bayreuth oder Venedig und Sizilien hat ein paar Tage gedauert. Schließlich kam das aber auch an und man konnte aufatmen. Das Geld war angekommen, das so dringend da unten in Palermo benötigt wurde. Die Via Butera ist keine Prachtstraße. Der Palazzo Pace, man findet ihn, also über Google habe ich ihn nicht gefunden. Google sagt nicht alles, das weiß ich auch. Aber ein Palazzo Pace ist offensichtlich nicht bekannt. Es gibt ein Palazzo Butera, der ist aber woanders, ein prachtvoller Palast. Palazzo Pace wird wahrscheinlich eher so eine Casa gewesen sein. Oder vielleicht existiert dieses Haus auch gar nicht mehr. Man hat nicht nobel gewohnt. Die Straße, in die dieser Brief ging, aus Venedig nach Palermo, ist eine, ja, für palermitanische Verhältnisse dann vielleicht auch eher schmale, weil so hohe Straße nichts Spektakuläres. Wir haben es hier zu tun, wir kommen jetzt zu den letzten Stücken, wir haben es hier zu tun mit einem Brief, mit einem Siegel, da wissen wir überhaupt nichts, also Adressat und so weiter, wir haben ein Siegel. Im Zahneisenrepertorium wird vermutet, dass es sich um ein Siegel Ludwigs II. Handelt. Oder mit Fragezeichen wird diese Vermutung versehen. Nochmal, original sieht das so aus, dann bearbeitet man das Bild,
sieht man schon ein bisschen mehr. Und wenn man es ganz genau scharf stellt, dann sieht man unten tatsächlich einen Löwen, der nach links schaut. Aufrecht stehender Löwe, oben eine Königskrone, unten Ordensbänder. Das kann man tatsächlich zuordnen. Es ist, wenn nicht alles täuscht, das bayerische Staatswappen. Wie Sie es hier auf Wikipedia sehen können, das bayerische Staatswappen in einer idealen Fassung. 1835 sah dieses Wappen so aus. Sie können dort mehrere Löwen sehen und ganz deutlich tatsächlich den nach links, den aufgerichteten, nach links schauenden heraldischen Löwen. So wie Sie ihn auch auf diesem Siegel sehen. Aber handelt es sich um ein Wappen von Ludwig II.? Ich habe Experten gefragt, ich habe Markus Spangenberg gefragt, der, glaube ich, gerade zuschaut. Herr Spangenberg, ein exzellenter Ludwig II.-Kenner, konnte es auch nicht zu Ludwig II. Zuordnen. Wenn man im Netz schaut, auf verschiedene Seiten, findet man ein Ludwig-Wappen. Da finden wir das bayerische Staatswappen, also ein hochoffizielles Wappen. Wir finden so einen persönlichen Siegel mit Ludwig im Mittelpunkt. Wir finden in der Bamberger Sammlung einen Briefumschlag, der wohl an Cosima von Bülow gerichtet war und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von Ludwig II. Stammt. Die beiden haben ja viele Briefe gewechselt, ist alles veröffentlicht worden vor ein paar Jahren. Aber auch dieses Siegel entspricht nicht dem, das vorher gezeigt wurde und zur Wagner-Sammlung gehört. Es scheint sich aber doch um eine bayerische Hofstelle zu handeln. Man könnte an die Hoftheaterkasse oder an das Hoftheater an sich denken. Wir sind fast am Ende angelangt. Über die weiteren Familienmitglieder kann ich jetzt doch nichts sagen, weil Sie sehen, allein die wenigen Richard-Wagner-Stücke verlangen eine breite Kommentierung, damit man sie einordnen kann. Wir verabschieden uns aber noch nicht ganz, denn eines der faszinierendsten Stücke dieser Sammlung sieht auf den ersten Blick sehr unscheinbar aus, ist aber doch spannend. Ich meine nicht dieses Stück, diese ausgeschnittene Unterschrift, sie ist typisch. Eine ausgeschnittene Unterschrift hat sicherlich keinen großen historischen Wert, aber es gibt immer wieder Briefe von Richard Wagner, bei denen die Unterschrift fehlt, wo also Andenkensammler, wer auch immer, diese Unterschrift ausgeschnitten hat, um sie zu verwahren. Und auch diese Unterschrift scheint von einem Brief zu stammen. Auf der Rückseite können wir jedenfalls eine Schrift sehen. Wahrscheinlich war das ein Brief an wen auch immer, an Cosima von Bülow, an Cosima Wagner. Wir wissen es nicht, aber es ist eine typische Wagner-Devotionalie, die für den Wagner-Kult des 19. Jahrhunderts, vielleicht auch des 20. noch, sehr gut zu stehen vermag. Der Schluss ist außerordentlich spannend. Es sind Noten aus Tristan von einer fremden Hand. Wir wissen noch nicht, wer diese Noten geschrieben hat. Ich habe im Haus Warnfried gefragt. Man konnte mir noch keine Auskunft geben. Scheint schwierig zu sein. Es ist nicht die Hand Richard Wagner. Es ist auch nicht Cosima Wagner. Das, was Sie hier sehen, ist nicht im Wagner-Werkverzeichnis verzeichnet, das vor etwa 30 Jahren rauskam. Inzwischen ist das Stück bekannt. Es sind Tristan-Noten. Man sieht das, wenn man Noten lesen kann. Man sieht auch den Text. Ich lese den Text so, wie er dort steht. Höchste Liebeslust in des Weltatems All. Ertrinken, versinken, unbewusst, höchste Lust. Wer den Tristan-Text genau kennt, wird jetzt ein bisschen stutzen, denn es entspricht nicht dem Wortlaut des Liebesduetts oder des Schlusses, des berühmten Schlusses, Isoldes Liebesverklärung, wie es im Original heißt, sondern es handelt sich um eine eigene Fassung des Schlusses. Nämlich, was Sie hier skizziert sehen, ist eigentlich nicht der Schluss der Oper, also wie wir das kennen, sondern der Schluss des Liebesduetts in einer sehr speziellen Fassung, die erst seit dem Jahre 2000 publik ist. Im Wagner-Werkverzeichnis taucht diese Fassung, in der wirklich jede Skizze verzeichnet ist, taucht diese spannende Fassung noch nicht auf. Im Jahre 2000 wurde diese Musik von Richard Wagner, die er persönlich so eingerichtet hat, zum ersten Mal auf CD gebannt. Das Liebesduett in einer Konzertversion, ich mache es kurz, für Ludwig Schnorr von Carolsfeld, der 1865 den ersten Tristan gesungen hat in München, bereits ein paar Jahre vorher, sollte in einem Konzert in Leipzig
eine Konzertfassung des Liebesduetts gespielt werden. Das unterblieb, weil Wagner sich dann doch gedacht hat, er will nicht im Konzert schon das Pulver verschießen, sondern die Uraufführung, die geplant war, da wollte er nichts vorwegnehmen. Das Stück sollte ja schon Jahre vorher rauskommen. Und so wurde diese Konzertversion erstmal vergessen. Sie wurde von Wagner komponiert, aber sie wurde vergessen und erst im Jahre 2000 wurde sie auf der CD gespielt und ich denke mal, auch vorher wurde sie nicht gespielt. Wir haben ja so eine Skizze vor uns, einer äußerst raren, eigenhändigen, Richard Wagnerschen Version, der Schluss dieses berühmten Liebesduetts aus dem zweiten Akt, gekoppelt mit den letzten Takten des Vorspiels und einer Neueinrichtung des Textes. Dieses Blatt in Bamberg hat Seltenheitswert, obwohl es auf den ersten Blick nur ganz unscheinbar anmutet. Und meinen Vortrag möchte ich beenden mit den letzten Takten oder mit einem Ausschnitt aus dieser Konzertversion, die Sie auch auf YouTube finden können. Wenn Sie da eingeben, Wagner, Liebesduett, Konzertversion oder Liebesduett, Domingo, werden Sie genau diese Version sehen. Und jetzt beende ich meinen Vortrag mit dieser wunderbaren Einrichtung.